Hallo Leute, ich grüße euch. Wir sind hier in Al-Muwaili in Saudi-Arabien, in der Desert Winds Valley, mit unserer Monster Energy von Honda, unserer Honda. Wir haben noch keine andere. Update 1.4 ist drin. Lenkradgeschichte funktioniert immer noch nicht. Hatte ich geupdatet das Video. Motorrad fährt immer noch wie eine Katastrophe. Also das ist absolut noch weit entfernt von einer Simulation. Da müssen sie noch ein bisschen was machen. Aber ich glaube, die gehen eher Richtung Casual jetzt, weil so viele Leute rumgeheult haben. Es ist so schwer. Na, jedenfalls haben wir jetzt hier unsere Hinterradbremse mittlerweile mal. Die vorher nicht existierte, sondern halt immer vorne gebremst. Egal, welche du betätigt hast. Und dennoch ist es jetzt so, haust du hier den Handanker hinten, also Hinterradbremse rein auf dem Sand. Selbst auf der Geraden, wo er erstmal nur blockiert und einfach vor sich hin rutscht, macht das Ding trotzdem eine Geisterbewegung nach links oder rechts, als wenn du die übelste Kurve dabei fahren würdest, und dann stürzt man meistens oder ja, man steht auf einmal neben der Strecke, muss hier alles korrigieren. Also das passt absolut noch nicht. Und dennoch versuchen wir die Etappe von 64 Kilometern zu fahren über die 24 Wegpunkte. Genau, so machen wir das, Leute. 64 Kilometer, Leute, auf geht's. Wie gesagt, das Fahrverhalten ist noch... passt alles einfach noch nicht. Bremslicht geht auch nur hier, wenn du als dritter Start mal Handbremse machst, wie du springst, Handbremse betätigst. Hintere Bremse bremst, das ist... es passt, ein Motorrad passt einfach überhaupt nicht. Das ist so schade. Schauen wir mal, was sie noch draus machen können. Die NPCs sind auch manchmal crazy und rollen dich einfach ab. Kannst nichts dafür. So wie jetzt fast. Da ist er weggerutscht. Ich weiß, das ist sicherlich schwer, das vernünftig hier zu programmieren, dass das sich wirklich gut verhält auf zwei Rädern. Aber so ist es einfach noch nicht. Ja, nimmt dir einfach ein bisschen Spaß. Und dann passiert das, ne? Getriebe steht noch. Halt manuell mit Xbox Controller fahren wir. Ah, die stürzen auch unter Umständen und kommen mal von der Strecke ab. Gucken, was wir noch machen können.
Wir haben es weggeräumt. Erneut. Auch zwei geschmuggelt. Könnte man wieder zwei Plätze gut machen. Hier von oben lang, volles Risiko. Vorne kämpfen. Sieht gut aus, wenn wir jetzt nichts mehr irgendwie hier wegrutschen. Bisschen Wheelie fahren. Naja, die Zeit war natürlich nichts, ne, mit diesen zwei Stürzen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.